Sie kommen von Herzen und mit Grüßen und sollen dir den Tag versüßen. Lieber Roland, lieber Mitbruder, lieber Primitiant, wünsche ich aus ganzem Herzen im Namen der gesamten feiernden Gemeinde ein erfülltes Priesterleben im Weinberg des Herrn als glücklicher Seelsorger, Hirte und Freund. Herzlichen Glückwunsch. Weißt, du kannst schon froh sein, dass du daheim bist, weil ich habe schon ein paar Primitzen gesehen. Und also, ich glaube, das war die schönste, die ich gesehen habe. Es ist ein sehr schönes Fest gewesen für die ganze Wildschönau, insbesondere für Aufbach. Dieser Primitztag war für den Roland und für die ganze Ortschaft ein großes, großes Fest. Eine Seltenheit heutzutage, die Priesterweihen miterleben zu können. Und ich hoffe, ich bin so zuversichtlich, dass wieder immer wieder neue, junge Menschen sich zu diesem Beruf verrufen lassen. Wir wissen, das ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Und was er uns gezeigt hat, mit welchem Durchhaltevermögen, mit welcher Zähheit er dieses Studium durchgebaugt hat und durchgehalten hat. Und ich glaube, das ist das, wo man spürt, das war Berufung. Also zunächst einmal freue ich mich ganz narrisch für den Roland, dass er sein Ziel erreicht hat. Es war ein wirklich langer und steiniger Weg für ihn. Ich freue mich, dass er auch durchgehalten hat und ich freue mich für das ganze Wildschönautal, dass sie dieses Fest feiern durften, auch natürlich für Aufach in besonderer Weise. Das war ja viel Vorbereitung und es ist ein Fest der Freude und des Segens für die ganze Gemeinde Wildschönau. Ja, mir sind die Feierlichkeiten gestern und heute schon sehr tief gegangen, muss ich sagen. Überhaupt heute, wo ich die große Ehre gehabt habe zu predigen, weil Primitzpredigt ist aber was Besonderes. Und wenn man mit Roland so viel Verbindung hat, nachher, ja, geht dann das schon recht tief. Und wenn man gesehen hat, wie die Leute alle mit haben, die ganze Gemeinde und die Gäste aus nah und fern, von weiß Gott, woher sind die Leute gekommen, ist das schon eine große Freude. Und es erfüllt uns sicher auch wieder mit Hoffnung, dass wir nicht allein sind auf unserem Posten, dass da noch sehr viele Menschen gibt, die einfach für die Priester auch da sind, die uns begleiten, die uns unterstützen, die mit uns mitleben, mitdenken, auch mitfühlen, mitleiden. Und das erfüllt uns mit großer Freude und Hoffnung. Ich habe den Gottesdienst ganz, ganz tief empfunden. Es hat mich sehr bewegt. Es ist einfach ganz was Besonderes und ganz was Rares, dass heute ein junger Mann, und ich glaube, er ist ein Geprüfter, und damit weiß er auch genau, was er da getan hat. Und es ist ganz was Besonderes und ganz was Rares, dass man heute einen Priester hat, der sich traut. Und ich wünsche dem Roland, dass er ganz viele tiefe Begegnungen hat, die ihn stärken in dem, was er
was er tut, dass er wirklich der Omnibusfahrer wird, dass er alle Plätze hat für die Leute, die Christus suchen, die Begegnungen suchen, die die Vergebung suchen. Ja, es bewegt mich einfach.